Opera Pinboards sind viel mehr als eine reine Lesezeichenverwaltung und das wollen wir uns doch jetzt mal angucken. Ich habe mir auf einer beliebten deutschen Rezeptseite, deren Namen ich jetzt einfach mal nicht sage, diverse Lasagne-Rezepte rausgesucht bzw. oben in die Suche einfach mal nur Lasagne eingegeben, damit ihr schon mal das erste Prinzip seht, wie das Ganze hier funktioniert. Also, wir sind hier auf der Ergebnisseite. Da sind natürlich ganz viele Lasagne drauf. Und um diese Seite jetzt zu speichern, man könnte die auch hier auf mein Kochbuch gehen. Aber das wollen wir natürlich nicht. Ihr werdet auch später noch sehen, warum. Klickt ihr einfach hier oben in der Menüleiste auf die Pinboards. Einfach draufklicken. Zu Pinboard hinzufügen. Jetzt haben wir hier noch keins. Deswegen bleibt nur ein neues Pinboard übrig. Hinzufügen und zack ist es schon da. Und damit ihr heute jetzt schon mal seht, wie das Ganze hier aussieht, gucken wir uns das Pinboard schon mal an. Hier ist Pinboard 1, wo wir jetzt gerade die Inhalte hinzugefügt haben. Das benennen wir jetzt erstmal um und sagen einfach mal in Lasagne. Lasagne, das ist das richtige Wort, das ich suchte. So, jetzt ist natürlich hier erstmal nur das eine drin, deswegen das lassen wir jetzt erstmal so. Jetzt kommen wir hier zum nächsten Teil. Mal angenommen, ihr habt jetzt euer Rezept gefunden oder einfach überhaupt ein Lasagne-Rezept und ihr sagt aber, Mensch, das Bild hier von der Lasagne, sagen wir mal von der Zucchini-Lasagne, das gefällt mir richtig gut. Dann könnt ihr hier einfach einen Rechtsklick drauf machen, Bild an Pinboard senden und auch hier habt ihr schon das Pinboard ausgewählt, in dem Fall Lasagne. Ihr müsst ja hier ein neues Pinboard auswählen oder eben auch nicht. Hinzufügen und schon ist es hier in dem Lasagne-Pinboard. Wobei, jetzt müsst ihr ja aufpassen in Anführungszeichen. Es kann durchaus sein, wenn ihr das so macht, wie jetzt gerade beschrieben, dass ihr, wenn ihr hier auf das Bild klickt, zu der kompletten Seite kommt, zu dem kompletten Link. Wenn ihr das jetzt nicht möchtet, dass ihr also wirklich nur ein Bild speichern wollt, hilft es, Bild, wo war es denn da unten? Da ist er doch, Bild in neuem Tab öffnen. Dann habt ihr wirklich nur das Bild. Jetzt Rechtsklick, Bild an Pinboard senden, hinzufügen und schon ist es auch da. Bitte denkt dran, es gibt auch sowas wie Copyright. Also je nachdem, was ihr mit den Bildern vorhabt, seid da bitte etwas rücksichtsvoll. Und was natürlich auch noch geht, mal angenommen, hier sind wir jetzt in der Zubereitung, das ist ja natürlich das klassische Lasagne-Rezept, aber wenn da jetzt zum Beispiel irgendein Kniff drin ist, wo ihr sagt, Mensch, das muss ich mir aber fürs nächste Mal merken, dann könnt ihr hier einfach Text markieren, Rechtsklick drauf und auch da Text an das Pinboard senden, hinzufügen und schon taucht der hier im Pinboard auf. Natürlich könnt ihr die Einträge in eurem Pinboard auch bearbeiten. Klickt dazu völlig überraschend auf Bearbeiten. Natürlich könnt ihr sie auch hier entfernen. Aber wir wollen es ja bearbeiten. Dort kann man eine Überschrift zu dem Ganzen eingeben. Ich sage mal hier zum Beispiel das ist mal Link-Sammlung. Ist ja jetzt erstmal egal. Bei Notiz. Super tolle Rezepte. Und ansonsten könnt ihr hier auch noch manche bearbeiten, das Vorschaubild hier aktualisieren. Entweder ganz entfernen oder ersetzen oder eben hier draufklicken, könnt ihr euch jetzt aussuchen, ersetzen. Und hier sind jetzt eben Bilder, die ich in letzter Zeit runtergeladen habe. Erstaunlicherweise Vorschaubilder von meinen Videos. Also passt ein bisschen auf, wer gerade hinter euch steht, wenn ihr auf Bilder ersetzen drückt. Und ansonsten könnt ihr hier noch den Link aktualisieren, Bild aktualisieren. Da kommen wir dahin, wo wir gerade schon waren. Hier haben wir ja vorhin schon gesehen, bei dem hier, das leitet ja direkt weiter auf das Rezept. Wenn wir jetzt hier auf Bearbeiten gehen und auf Entfernen, dann ist der Link weg und ihr habt nur noch das Bild. Also könnt ihr das als alternative Herangehensweise sehen, wenn ihr wirklich nur das Bild haben wollt. Ansonsten macht es einfach so, wie ich euch das vorhin gezeigt habe. Unten links findet ihr dann immer noch ein kleines Emoji-Zeichen. Wenn ihr da draufklickt, könnt ihr ein Emoji einbauen. Ihr werdet noch sehen, wofür das Ganze gut ist. Einfach in dem Fall jetzt hier einen Daumen hoch. Und ihr könnt, das ist jetzt das besondere Highlight, dieses Pinboard ganz einfach teilen. Klickt dazu hier oben auf Teilen und Pinboard per Link teilen.
Anders geht es, zumindest soweit ich rausgefunden habe, noch nicht. Und diesen Link hier, den könnt ihr jetzt kopieren und zum Beispiel, je nachdem, womit ihr das Ganze jetzt gemacht habt, zum Beispiel per E-Mail oder irgendein Messenger oder was weiß ich, einfach verschicken und derjenige, der den Link bekommen hat, kriegt dann auch dieses Pinboard zu sehen. Und das schauen wir uns gleich mal an. Ich schicke mir das mal eben per E-Mail. Das hat natürlich nicht ganz gestimmt. Ich habe einfach ein neues Browserfenster aufgemacht, Link eingefügt und aufgerufen. Und ihr seht, warum auch immer, der Firefox hat das jetzt hier in schwarz. Bestimmt habe ich den irgendwann mal so eingestellt. Ist ja auch egal. Und euer Empfänger kann jetzt eben mit dieser Seite ganz viel anfangen, indem ihr jetzt hier zum Beispiel eure Linkseiten habt. Natürlich, seht ihr ja hier, kann derjenige es nicht bearbeiten. Hoppla. Es nicht bearbeiten, so wie ihr, also keine Notizen hinzufügen und auch die Überschriften nicht bearbeiten. Aber es gibt dennoch eine Form der Rückmeldung. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt in, ich sag mal, mit 10 Leuten in einer Gruppe seid und ihr wollt euch für irgendetwas entscheiden, wie zum Beispiel für ein Rezept oder einen Link, wie auch immer, eine Unterkunft eurer Fantasie, sind da keine Grenzen gesetzt, muss der, diejenige einfach hier unten zum Beispiel auf den Daumen hoch klicken. Zack, 2. Man kann auch noch ein anderes Emoji hinzufügen. Hören wir mal hier, guck mal, wir sind jetzt gerade beim Essen. Als Nachtisch hätte ich gern Melone. Ihr wisst, was ich meine. Und diese Rückmeldung kriegt ihr auch auf eurem Pinboard. Da switchen wir mal schnell hin. Switchen, schönes Wort. Und hier seht ihr jetzt auch direkt die Reaktion auf eure Links bzw. auf die Sammlung, die ihr da bekommen habt. Jetzt können wir natürlich nochmal gucken, was passiert, wenn wir die Sammlung jetzt nochmal aktualisieren. Zum Beispiel, oh, das klingt aber wirklich gut, Mozzarella-Hähnchen in Basilikum-Sahnesoße. Das fügen wir nochmal zum Pinboard. Nochmal Lasagne hinzu, hat da zwar nichts zu suchen, aber wir wollen ja gucken, was passiert, wenn wir die Sammlung aktualisieren. Und switchen nochmal eben zu Firefox. Und auch hier hat sich das Pinboard automatisch aktualisiert. Ihr müsst das also nicht neu laden. Also wenn ihr als Ersteller irgendetwas zu dem Pinboard hinzufügt, erscheint das auch bei allen anderen auf dem Pinboard. Und diejenigen können sich dann hier noch eine Kopie davon erstellen. Es ist natürlich nur dann sinnvoll, wenn die auch wirklich den Opera-Browser haben. Der Hinweis kommt hier, wie ihr seht. Ansonsten hat man eben das Pinboard an sich. Und solange der Link gültig ist, man kann ihn ja auch wieder zurückziehen, können alle anderen hier an dieser Sammlung teilhaben. Beziehungsweise, wenn ihr noch was hinzufügt, ist es bei denen auch. Auch wenn ich anfangs eher skeptisch war, ob die Pinboards wirklich so gut sind, nachdem ich mich ein bisschen damit beschäftigt habe, finde ich die richtig klasse, eben aufgrund der Tatsache, dass die auch so einfach zu teilen sind. Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr von der ganzen Geschichte haltet, ob ihr die nutzen werdet oder ob ihr die vielleicht für eher sinnbefreit haltet. Ansonsten lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Ich freue mich über jegliche Reaktion auf meine Videos. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Dankeschön und ciao.